Großes Spielefest im Austria Center Vienna und der Spaß, der beginnt schon am Eingang. Ganz nach dem Motto: Es mögen die Spiele beginnen. Sag mal, Maxi, wenn du zu Hause spielst, was spielst du? Spielst du überhaupt gerne oder eher Computerspiele? Ja, also ich spiele sehr gerne Computerspiele, aber auch Jenga mag ich sehr. Hier haben sie eine Jenga-Art, aber die ist nicht sehr interessant. Also da muss man so verschiedene Würfel so zusammensetzen, anstatt Bausteine zu stapeln. Und das finde ich einfach nicht sehr toll. Also, aber eigentlich spiele ich sehr gerne Jenga, ja. Also deine ist besser, aber da weißt du jetzt zumindest auch, dass deine die beste ist. Davies, wie schaut es bei dir aus? Spielst du gern ganz klassisch so Brettspiele, Kartenspiele oder eher gar nicht dein Fall? Also ich spiele schon sehr gerne. Monopoly mag ich schon. Aber Schach ist jetzt nicht so meines. Aber hier bin ich schon lieber als mit der Klasse, also als mit der Schule. Alexander, was macht denn ein Spieleautor? Ein Spieleautor erfindet solche Spiele wie hier zum Beispiel, Isle of Skye oder Port Royal und viele anderen habe ich schon erfunden. Und ja, und das Schöne ist, es macht Spaß und man bekommt dafür noch ein bisschen bezahlt, wenn sich die Spiele gut verkaufen. Was würdest du sagen, ist denn dein bekanntestes Spiel am Markt? Port Royal oder Isle of Skye sind meine bekanntesten wahrscheinlich. Isle of Skye habe ich mit einem Co-Autor gemacht, Andreas Pelikan. Und Port Royal habe ich alleine gemacht. Und ja, das sind die bekanntesten. Isle of Skye hat schon zahlreiche Preise gewonnen, Port Royal auch. Ja, die sind zusammen fast 500.000 verkaufte Stücke. Bin ich schon ein bisschen stolz darauf. Klein, handlich, also meines Erachtens nach eigentlich das perfekte Spiel, was man überall mit hinnehmen kann oder vielleicht sogar in den Urlaub mitnehmen kann. Und das kann man erweitern. In diesem Fall, welche Edition haben wir da gerade drinnen? Das ist die Family Edition, also ist für Kinder ab 8 und Eltern geeignet. Und dann die Original Edition ist für größere Kinder oder Erwachsene besser geeignet. Und dann haben wir noch ganz, ganz viele Themenpacks und Zusatzkarten. Also es gibt ganz, ganz viel Futter, Quizfutter, Nachschub. Man hat die Möglichkeit, Spiele komplett neu auszuleihen, die man vorher noch nie gespielt hat. Und wenn sie einem gefallen, noch zu kaufen. Es gibt 2 Shops, wo man sie dann kaufen kann. Aber man kann auch einfach kommen und spielen und es ausprobieren. Und das ist das Schöne hier am Spielefest.